Wenn man sich mal vor Augen führt, dass die Ozeane tatsächlich 70% der Erdoberfläche ausmachen, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass deren Schutz ein eigenes Ziel ist. Nummer 14. Es geht dabei um Küstenschutz, Überfischung und Meeresverschmutzung. Ich habe neulich einen Fisch in einer Zeitschrift gesehen, dessen Magen voller Plastikteilchen war. Und das ist ja nur der sichtbare Teil. Wenn man sich mal vorstellt, wie viel Mikroplastik in den ganzen Gewässern auf der Welt unterwegs ist, will man doch eigentlich direkt losrennen und das ganze Plastik verbieten und nicht nur ein paar Strohhalme. Ich habe mir jetzt einfach mal die persönliche Challenge gestellt, einen Monat ohne Plastik auszukommen. In Bezug auf Lebensmittel, Verpackung und Klamotten. Ist manchmal gar nicht so einfach, aber wenn ich mal nicht weiter weiß, frage ich einfach Vereine und Initiativen in Köln, die mir super Tipps geben können.